Ein wunderschönen Hallo und zuerst mal ein gutes, frohes neues Jahr. Wir haben ja jetzt schon 2023. Ich möchte mal ein bisschen, mache jetzt mal einen kleinen Rückblick, irgendwie, was so im letzten Dezember passiert ist. Also mein ursprünglicher Plan war ja, an der Murmelbahn ein bisschen weiterzumachen über die Feiertage, beziehungsweise die Tage davor. Das hat nicht so ganz hingehauen, weil ich hatte so ein bisschen, habe so ein bisschen im Internet rumgespielt und habe ein paar andere Druckmodelle gefunden, die ich dann irgendwie länger drucken wollte. Deswegen habe ich in der Küche jetzt so zwei Halterungen für meine Backzutaten. Und dann hatte ich mit Eltern drüber gesprochen, dann wollten die auch welche haben und so ein bisschen der Drucker ausgelastet gewesen, die Tage über Weihnachten oder vor Weihnachten. Und deswegen habe ich da nicht, konnte ich an dem Turm für die Murmelbahn, das fehlt noch ein bisschen, die oberen Teile muss ich noch machen, konnte ich da nicht weitermachen. Genau, das, dann habe ich aber da an mir in der während der Zeit in eine Bodenplatte besorgt, war da in drei Baumärkten, weil ich brauchte die 2,8 cm oder 3 cm am besten dick, weil die Elektronik ja in die Bodenplatte rein soll und mit den Beinchen und mit den Anzeigen, was ich da so vorhab, brauche ich es etwas dicker. Das war ein kleines Problem, sodass ich quasi erst im dritten Baumarkt hier in Schwerin die passende Bodenplatte gefunden habe für 1 Meter mal 20, glaube ich, ist sie jetzt. Also 20 cm habe ich auch Breite da hinten, die ich nutzen kann, und 60 cm lang soll es werden. Da habe ich mir jetzt die 40 cm abgesichert und habe mir den 40 cm mal so eine Probefräse gemacht. Was dabei rausgekommen ist, blende ich da oben ein. Nee, da ein. Da blein. Und genau, das ist so der Stand zur Murmelbahn. Aber ich denke mal, jetzt im Januar werde ich nochmal an dem Aufzug arbeiten und da die Teile final irgendwie fertig drucken und dass die final werden, dass so richtig Spannung drauf ist, so dass ich das theoretisch dann auch schon auf der Bodenplatte montieren kann. Dann muss ich mal gucken, dass ich dann, wenn die Bodenplatte ist, wie ich dann den Looping, der ja auch eigentlich noch schon fertig ist, dann irgendwie implementiert kriege, sodass wir schon mal haben, den Aufzug plus Looping. Und der nächste Schritt wäre dann irgendwie die Zuführung der Murmeln zur Kette irgendwie zu realisieren. Das wäre so der nächste Schritt, was da kommen wird. Mal gucken, wie weit ich das im Januar schaffe. Genau. Dann war der Plan zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich am Display-Sideboard zu arbeiten. Da gibt es auch ein Video zu schon, wo ich das zusammengebaut habe. Ich war vor einem Jahr gebaut. Aufgrund der Nichtlieferbarkeit bzw. überteuerten Preise des Raspis habe ich mich dann irgendwann im November dazu entschieden, einen Banana Pie zu kaufen und wollte den jetzt mit dem Hub 75 Shield zum Laufen zu bringen. Das hat leider nicht geklappt. Ich habe den ganzen Nachmittag dran gesessen, habe es nicht zum Laufen bekommen. Warum es nicht läuft, weiß ich nicht. Software zu installieren ging, hat aber auch keine Fehlermeldung ausgespuckt, sondern ist einmal abgestürzt, also richtig abgestürzt. Weiß ich nicht, hat es dann nochmal mit dem Pi probiert, ging wunderbar. So dass mein Plan jetzt aktuell ist, mein Smart Home, was ein Raspberry 3 ist, zu migrieren auf den Banana Pi. Das macht ein bisschen Aufwand, weil der Pi ziemlich verwurschtelt ist mittlerweile mit Diensten. Hat auch den Vorteil, dass ich es nochmal neu aufsetzen kann und weil auch zwei, drei Sachen nicht mehr gehen oder beziehungsweise nicht richtig gehen. Da will ich die Pflanzen, die ich hier habe, Sensoren, die will ich dann den Sinne nochmal umbauen auf eine andere Bibliothek, die besser funktionieren soll. Und dann hatte ich auch das Problem, dass meine Lichtsteuerung über Alexa nicht mehr ging. Und da müsste ich auch mal bei und das korrigieren. Das mache ich jetzt. Und dann habe ich festgestellt, dass mein Node-RED, was ich nutze, steinalt ist. Ich habe 0.19 auf dem Smart Home und mittlerweile gibt es 3 irgendwas. Da ist ein gravierender Sprung zwischen. Die Module, die ich nutze, gibt es überall noch. Das habe ich schon fertig. Dann muss ich mal gucken, jetzt die nächsten Schritte wären, den Pi-Hole darauf zu setzen, dann die Rezepte-Datenbank. Und dann mal gucken, dass ich die den Decon-Stick für die Philips Hue-Lampen wieder raufkriege zum Laufen. Genau. Das ist so dann dieses, was so nebenbei ansteht. Das kann ich so nebenbei mal machen, da brauche ich nicht irgendwie extra irgendwie einen Sonderwerkstatt dafür. Genau, das ist so genau. Dann ist aber das Druckerlicht ist fertig. Dafür gibt es aber die Woche nochmal oder vielleicht nächste Woche muss ich mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe, ein extra Video, weil das ja zur Druckerreihe gehört. Da ist jetzt, ich habe nochmal eine Kabel, kurz dazu, ich habe nochmal also die Halterung habe ich gedruckt, dass das unten hängen bleibt an der Bodenplatte. Und nochmal für hinten nochmal so eine Kabelaufroll, dass wenn ich transportieren will, dass es Kabel aufrollen kann, dass es dann nicht hin und her schleift. Das Verlängerungskabel, aber dazu erzähle ich nochmal was in dem Video mehr. Dann kleines Update gibt es beim Open Bike Sensor, da gibt es mittlerweile ein Portal unter obs-sn.de. Das ist noch eine Testinstallation. Da hoffe ich, dass ich im Januar damit, dass es live gehen kann, dass dann alles der Impressum drin ist, Datenschutzerklärung etc. pp. So dass ich dann
Mitte Januar hoffentlich dann die beiden Sensoren, die fertig sind und einsatzbereit sind, dann irgendwie verteilen kann an Dritte. Das ist so der Plan. Ich hoffe, das geht zeitnah, damit ich es endlich mal wegkriege. Dann will ich die Tage neue Platinen bestellen, dass ich nochmal weitere bauen kann, weil ich habe aktuell keine funktionierenden Platinen mehr. Ich habe noch eine Testplatine, aber die will ich behalten für die Teiletestung. Und dann habe ich eine Platine, die scheinbar eine Macke hat. Und eine Platine habe ich versaut, die mit Lötkontakten. Da habe ich so viel rumgespielt. Da sind mir die Pads abgebrochen, sodass die gar nicht mehr geht, die ist Schrott. Genau, von den fünf, die ich glaube, fünf hatte ich, glaube ich, nur oder sechs. Nee, Quatsch, habe ich nicht. Zehn hatte ich, glaube ich. Irgendwie. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich keine mehr, die ich nutzen kann. Und bräuchte dann Nachschub. Das will ich quasi, das steht so jetzt demnächst an. Da habe ich eine Rückfrage gehabt mit dem gestern, wollte ich euch gestern schon bestellen. Aber mal gucken, das werde ich die Woche bestellen. Genau, so am. Ja, denn ist die in diesem Monat ist also jetzt noch mal Jugend Hack Lab, Open Lab, das ist am 21., ich glaube 21. Sonnabend. Mal gucken, was da so kommt, passiert, werde ich wahrscheinlich teilnehmen, wenn nichts dazwischen kommt. Und dann habe ich ja noch zwei, drei Samstage irgendwie zum Basteln, aber die werde ich wahrscheinlich diesmal, muss ich mal gucken, vor Ort sein. Aber was ich mache, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, weil das meiste, was ich jetzt habe, ist quasi zu Hause noch. Also Drucker ist wieder hier. Aber das kann ich auch nebenbei dann mal abends machen, so wie heute Abend irgendwie mal gucken. Und das Smart Home sowieso. Aber vielleicht, aber bei dem CNC-Fräsen muss ich nochmal gucken. Das gefällt mir noch nicht so, wie das ist. Genau. So, ja. Das ist so quasi der Stand. Habe ich noch was vergessen? Nee, das ist, genau. Dann hatten wir den. Die POV-Stick war fertig. Da, an die Quatsch, der war auch nicht fertig. Da habe ich noch was, eine kleine Änderung gemacht, weil mit dem WLAN, weil das mit dem, im Ausland hat es nicht funktioniert, dass das Captive-Portal perfekt aufging. Da hat ein bisschen gehakelt und jetzt habe ich das so gemacht, dass ich ein WLAN, dass das häusliche WLAN bei mir quasi auf dem Smartphone aufmache und er sich dann einloggt und dann darüber das steuert. Das dürfte besser funktionieren. Außerdem ist es dann auch abgesichert für Dritte und dann kann sich keiner reinhacken. Ja, das funktioniert halt ganz gut. Irgendwie die Bilder sind jetzt muss ein bisschen Erfahrung sammeln, weiß ich noch. Also das Bild ist okay, was ich gemacht habe. Ich gucke mal, ob ich es reingeblendet kriege da. Ansonsten, ja, das war's denn. Ich glaube, ich habe alles durchgeweiht. Ja, habe ich alles. Dann wünsche ich euch einen guten Start in den Januar. Und wir sehen uns, hören uns im Februar wieder mit dem Vlog. Und die Woche oder nächste Woche gibt es nochmal ein Video separat zu dem Druckerlicht mit ausführlich, was ich gemacht habe und warum, wieso, weshalb. In dem Sinne, bis demnächst. Tschüss!